Übergang Heidenend allerdings, der einzigen Zollstation auf Kaldenkirchener Gemeindegebiet, ist vorläufig von solcher Entwicklung nichts zu spüren. Hier werden täglich einige hundert Lastwagen abgefertigt und durchgeschleust. Und das bei einer für dieses Verkehrsaufkommen völlig unzureichend an das überörtliche Straßennetz angeschlossenen Grenzstation. Am Übergang Schwanenhaus steht es damit nicht viel besser. Diese vor allem von Personenwagen benutzte Station, die auf holländischer Seite auf Venloer Stadtgebiet mündet, auf deutscher Seite aber auf dem Gebiet der Gemeinde Leut liegt, wird allerdings in absehbarer Zeit verlegt. Dann fließt der Grenzverkehr über eine großzügig ausgebaute Landstraße nördlich an Kaldenkirchen vorbei und nicht mehr wie heute noch zähflüssig über die Bundesstraßen 7 und 221 mitten durch die Stadt. Die günstige Lage Kaldenkirchens an der deutsch-niederländischen Grenze hat einen Erwerbszweig gefördert, von dem hier etwa 800 Kaldenkirchener leben. Fast alle großen deutschen und vor allem holländischen Speditionsfirmen haben in Kaldenkirchen entweder ihr Haupt- oder ein Zweigbüro eingerichtet. Die Grenze hat sie angelockt. Wenn aber diese Grenze in Zukunft ihre Bedeutung verlieren soll, dann werden viele dieser Firmen ins größere Venlo abwandern, sehr zum Schaden des Gewerbesteueraufkommens von Kaldenkirchen. Deshalb steht der Stadt der Sinn vor allem nach der Ansiedlung neuer Industrien. Bis kurz nach dem Ersten Weltkrieg gab es in Kaldenkirchen eine florierende Tabakindustrie. Diese zerfallende Fabrik erinnert daran. Bessere Tage gesehen hat auch schon die Tonindustrie, die noch bis vor wenigen Jahren in voller Blüte stand. Heute werden hier noch Tonrohre gemacht, aber keine Dachziegel mehr, keine Ziegelsteine. Aus diesen Gründen hat die Stadt erhebliche Mittel in die Erschließung Nazis. Auch wenn die Oranjes gegen die schwarz-weißen Fußballspiele herrscht, anders als früher, Normalität. Wie hat man sich aneinander gewöhnt?
Gisteren, tijdens de lunch, was de sfeer er nog als van ouds. Tijd voor de laatste. Nou, dat is een van de laatste biertjes die u tapt, hè? Dat is een van de laatste biertjes die we nu tappen, ja.